So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ihr seht, nicht allzu viel Zeit vergangen. 14.11 Uhr haben wir es jetzt. Und ja, war mir jetzt einfach mal nur Nummer sicherer, da lieber erstmal zu speichern und das Spiel neu zu starten, bevor es gleich einfach so abkackt und man vielleicht Ergebnisse verliert. Da stehe ich nicht so wirklich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, deswegen habe ich statt mal gezogen. Tja, was hat sich denn bei ZSKA getan? Ne, nicht Hierarchie, transfertechnisch bitte. Haben die noch irgendwas getan ohne mich? Ivankov gekauft, Makarov, Scharkov und Vasin. Ja, Ben Woodburn haben sie, ne? Den würde ich ja gern zu uns holen. Genauso wie Arne Meyer. Aber da können wir auch nächstes Jahr dann gucken. Jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. So, Transfers. Brooks, teuerster Transfer der letzten Transferwoche. Aber Mascherano wird zum Transfer der Woche. Bufonga kommt ablösefrei zu uns von Manchester United. Wird im ersten Jahr erstmal verliehen. Für den haben wir sonst keine Verwendung. Die Sponsoren sind leider immer noch nicht zufriedener mit uns. Und jetzt schon das Halbfinale. Das sind eigentlich zwei Leihspiele, ne? Sowohl Neapel als auch Rom. Und da werden jeweils die Nachberichte relativ kurz. Zumindest hier nach dem Neapel-Spiel wäre das kurz. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das Neapel-Spiel per Sofortberechnung mit rein und haben damit eine große Gefahr, aus dem Pokal auszuscheiden. Aber ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und würde gerne noch ein bisschen was schaffen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das so. Chan in die Startelf. Putz, aber auch schon 25, ne? Es ist Balde würde ich gern zum ersten Mal sehen. Ich lasse jetzt auch Keeper im Tor. Eigentlich hat ja gesagt, ist der andere Italiener, den ich selber nicht gekauft habe, Pokaltorwart, aber ich mache da jetzt mal eine Ausnahme oder mache ich es doch nicht? Ausverkauftes Haus immerhin. Und ich ahne schon, weil es ja jetzt neu geladen hat, das Spiel, dass dadurch auch der Zufallsmoment neu geladen hat und unser Momentum jetzt weg ist. Wir wechseln doch mal den Keeper. Nehmen Max Meyer auch mal mit statt Perisic. Einfach mal ein bisschen tauschen im Pokal, dass man Meier auch ein bisschen Spielpraxis geben könnten, wenn es irgendwie möglich ist. So, er ist Distanzschütze, das heißt links und rechts außen. Die Distanzschütze wird bei mir kein vorne Stürmer sein. Obwohl es Icardi ja auch ist, aber es ist was anderes. Das ist halt Icardi. Den sehe ich eigentlich auch nicht als Distanzschützen. Aber er erklärt, warum er so oft draufhauen will im Live-Spiel.
Walde. So, Pokalfight, Freunde. Gegen Akivios Milik. Da hat sich ein bisschen was in der Aufstellung getan. Hamšík leider auch dabei. Könnten auch mal Dalbert zum Spielen kriegen, weil Luke Shaw allgemein ohnehin nicht gut drauf ist. Dass wir den Dalbert nochmal sehen, der hat ja bisher nicht so oft gespielt, wollte ich sagen. Der hat eigentlich auch gute Werte, der kann das. Ja, gucken wir mal, Sofortberechnung leider Gottes. Liegt nicht in unserer Hand, sondern per Zufall. Kämpft um jeden Ball bitte. Wir sind etwas besser in der Partie, minimal, aber viele Chancen kommen nicht. Und wenn große Chancen, dann haben wir sie. Und Gott sei Dank gleicht Giroud noch aus. Macht, wie wir es im Training geübt haben, würde ich sagen. Consili absolut schlecht. Und Alexis Sanchez muss ein bisschen besser performen. Von Dalbert verlange ich das nicht, das ist sein erstes Spiel seit einer etwas längeren Zeit. Wechsel heben wir uns auf. Balde kommt rein. Icardi schicke ich rein. Und Brooks, riskant, aber ich probiere es mal. Jetzt kommt wieder das verrückte Elfmeterschießen, ne? Nee. Gibt es ein Rückspiel? Ich glaube, es gibt ein Rückspiel im Halbfinale, okay. So, das geht nach oben, okay. Ja, jetzt die Frage. Wir müssen das aber eigentlich live machen, dann den Nachbericht und das Rückspiel gegen Neapel. Oh, der Manager von Rom. Oh, schade. Knapp verloren gegen Rom in Golfen. Hoffentlich kein Vorzeichen für das Spiel. Aber wir spielen zu Hause. Wir müssen die fertig machen. Allein schon, um oben dran zu bleiben. Wir sind jetzt Achter. Ich konnte beim letzten Mal gar nicht ausführlich die Tabelle studieren, weil es, wie gesagt, Absturzgefahr bestand. Normal stürzt er dann auch immer relativ schnell ab. Deswegen war ich froh, dass ich speichern konnte. Die Möglichkeit gibt das Spiel einem eigentlich nicht mehr. Wir spielen zu Hause gegen den Tabellenführer und haben kein ausverkauftes Haus. Ihr wollt mich doch verarschen. Was ist denn los mit den Fans? Haben die keinen Bock? Luke Shaw, 77. Hat aber keine geile Form. Ich würde sagen, wir lassen Dalbert gerade mal in der Elf. Holen aber natürlich unseren Keeper wieder rein. Brooks bleibt nochmal auf der Bank. Der braucht jetzt erstmal ein bisschen Spielpraxis. Perisic kommt aber wieder rein, obwohl mir Balde durchaus so gefallen hat. Da können wir noch nichts ändern. Ja, würde ich sagen, ist das auch unsere Aufstellung. Ein Mitarbeiter muss noch sein Ziel erreichen. Wann ist denn das Rückspiel hier im Pokal? Erst hier unten am 18.04. so lange hin.
Alter Falter, ey, irgendwas stimmt doch hier in diesem Pokalskript überhaupt nicht. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass da so viel Pause dazwischen ist? Das ist doch nicht normal. Erst das kranke Elfmeterschießen mit 18 zu 13, wo Icardi 15 Tore gemacht hat. Weiß man ja, bei jedem Elfmeterschießen darf immer nur derselbe schießen, darf kein anderer. Ja, Verträge habe ich letzte Folge geguckt. Da können wir leider nichts mehr verlängern. Erstmal zumindest. So, Forderung erhöhen und anpassen. Das haben wir in der letzten Folge nicht gemacht. Soll ja weiterhin keiner zu günstig gehen. Von den verliehenen Spielern, ne? Stärkemäßig ist hier ohnehin nicht viel dabei. Gabriel Barbosa, wenn er nicht gekauft wird, würde ich ihn am liebsten auch verkaufen, genauso wie bei Kondogbia. Ist zwar 24, aber guckt euch an, wenn dann eher im defensiven Mittelfeld, und dafür ist er auch zu schlecht. Ansonsten ist hier nicht viel, was Hoffnung macht. Alles Verkaufskandidaten, davon kann man keinen gebrauchen. So, du, herzlich willkommen, genauso wie Balde, dass wir mit denen noch nicht reden konnten, ist ja auch was. So, du Rente, ja, können wir leider nicht mehr sagen, mit dem schwachen Fuß. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsspiel, wobei das hat er ja gar nicht. Giroud, könnte man sagen, schwacher Fuß, ich mach's jetzt einfach mal. Aber ihr habt es ja gesehen, geht aufgrund seines Alters nicht. Korchia kann man nur sagen, Team führen, aber das kann er natürlich auch nicht. Macht auch keinen Sinn. Perisic hat sich nicht verbessert. Dalbert ist jetzt stärker, robuster geworden. Gucken wir doch mal. 72 können wir nämlich hier mit reinnehmen. Camora bei Flanken verbessert. Haben wir direkt zwei Trainingsziele, die erreicht wurden. Van Heusten robuster geworden. Robustheit, Robustheit. 62, da fehlt noch ein kleines bisschen. Coladia, Robustheit, müsste doch eigentlich auch fast passen, oder? 50, nee. Kupi erreichte Trainingsziel. Dann können wir dir auch ein paar neue verpassen. Ausdauer und Freistöße. Und Ramsey wird mal dein Mentor, oder warte mal, du bist eher außen, ne? Dann sollten wir dir auch einen Außen geben mit Riyad Mahrez. Da haben wir alle, die haben auch alle drei Verträge, das ist wunderbar. Hier ist auch noch alles klar. Einer können wir wieder entlassen, würde ich sagen, diesmal wirklich der langzeitverletzte Innenverteidiger. Zentralen Mittelfeld haben wir nämlich gar keinen sonst. So, die Mannschaft wird langsam talentierter, das kommt. Würde ich sagen, Live-Spiel gegen den AS Rom im nächsten Part, dann der Nachbericht und das Bologna-Spiel und dann sind wir durch für diese Aufnahmesession. Also zwei Parts mache ich noch und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass wir im nächsten Part hier gegen den Tabellenführer aus Rom gut mithalten können. Ich werde nochmal eine Siegprämie aussprechen. Noch haben wir das Geld dafür und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, gern Kommentar schreiben.
Wie gefällt euch die Mannschaft? Von wen erwartet ihr den größten Sprung? Wen sollte ich vielleicht aufgrund der Altersgrenze doch halten? Macht das bei irgendeinem Sinn? Oder sagt ihr, Verjüngung ist konsequent und richtig, obwohl wir da schon durchaus den einen oder anderen wirklich richtig guten verlieren könnten? Aber naja, warten wir mal ab. Ich bin gespannt und freue mich auf eure Kommentare. Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Schreibt auch gerne mal, warte mal, ich guck gerade mal, wir haben 38 Punkte. Die sind immer noch 9 Punkte entfernt, aber es sind nur noch 9 Punkte. Also wir könnten auf Sampdoria aufholen, die werden auch nicht alles gewinnen. Also bleibt spannend, ich hoffe ihr bleibt dran. Teilt das Video gerne auf Facebook, auf Twitter, erzählt euren Freunden von meinem Kanal. Schaut auf meiner Homepage vorbei, hilfakt.de/blog, dort könnt ihr das Video nämlich auch angucken. Da liefere ich sogar ein bisschen Werbung aus in der dortigen, in Anführungsstrichen, Videobeschreibung und vor allen Dingen kriege ich dadurch Werbeeinnahmen, was ich bei YouTube überhaupt nicht habe, denn mit YouTube verdiene ich 0,00000 Euro. Wenn ihr keine Werbung angucken wollt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, auf meiner Homepage links oben via PayPal einmalig einen Betrag spenden zu können, den ihr euch selber aussucht. Dort gibt es so einen Schieberegler und der beginnt bei 1 Euro, geht bis zu 50 Euro und ich würde mich über jeden Cent freuen. Also danke und bis zur nächsten Folge. Ciao.